Herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Anno 1404. Meine werten Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin leider immer noch etwas krank. Also, ausgenommen vom Kopfkrank. Huch, Hilfe. Im Kopfkrank sein, sowas Erkältungstechnisches nach wie vor, wie in der letzten Folge schon. Muss die Musik hier runterdrehen. So. Unser Flüssigbrot-Kräutergarten-Gedöns funktioniert wunderbar. Ein gutes Geschäft ist eine willkommene Abwechslung. Dem stimme ich zu. Schauen wir doch mal nach. Wie sieht es denn jetzt hier bei unserem... Oh. Das sieht gut aus. Aber die Stullen gehen schon wieder zurück hier. Mensch. Warte mal. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen hier. Werkzeugmacherei. Ja, das liegt mit Sicherheit wieder an der Holzkohle. Ja, tut es. Ja, es liegt definitiv an der Holzkohle. Ich schlag mal vor. Wir haben so viele Holzfäller, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich zeck mal den hier weg. Und dann bauen wir dort nochmal eine neue Köhlerhütte hin. So. Und ja, lass gut wachsen, mein Freund. Und wir hoffen mal, dass uns das ein bisschen was bringt. Tut mir leid. Es wird eventuell noch einige Male zum Husten kommen heute. Wer bist du? Achso, du bist hier nach Weg 2. Unser flüssiges Brot-Transporterschiff. So, mal schauen, wie viel das jetzt mitschleppen tut. Achso, ja, stimmt, ja. Lagererweiterung und so, ne? Okay, 39, 38. Lager ist eh nicht voll geworden. Was aber nicht bedeutet, dass sich das in nächster Nähe ändert. So. Als allererstes würde ich da hier vorschlagen, dass wir ein paar kleine Lagerhäuser bauen. Wie so oft. So. Wieso auch immer. Scheiße gebaut. Nein, ich reiß das jetzt nicht an. So, wie viel Lagerraum haben wir denn? 160 Tonnen oder geht noch ein bisschen was? Ja, ich weiß, ich neige immer zum Übertreiben, aber lieber etwas mehr als zu wenig. So. Und da sind uns gerade die Materialien ausgegangen. So, wir können jetzt reichlich mehr einlagern. Und ich würde sagen, während wir hier weiterfummeln, schicken wir den nochmal schnell zurück nach Hause. Damit er da ein paar weitere Materialien organisieren kann. Und wir werden hier... vielleicht schon mal etwas weiter bauen. So. Nee, wir checken erstmal die Ressourcenlage. So, Rohstoffe. Aha, wir haben zu viel Weizen. Das heißt... Ja, ich weiß, ich habe das Mehl auch im Augenwinkel gesehen. Das heißt, wir brauchen definitiv auf jeden Fall nochmal eine Mühle. Ja, nehmen wir erstmal eine. Man kann immer noch nachrüsten. Und noch eine weitere Bäckerei. Die packe ich einfach mal direkt daneben. So. Plopp. Und dann bauen wir hier nochmal... Meine Güte, ist echt schlimm. Hier. Auf dich ist Verlass. Immer, Schatzi. So. Dann packen wir hier noch einen hin und hier noch einen hin und hier packen wir auch noch einen hin. Ist ein bisschen inoptimal gebaut. Ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich habt ihr da recht, ja. Was ein paar Münzen sprengen, dann geschieht dir nichts. Da gib mir einen Sack. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Hassan Ben Said hatte ein Loch in... Ach Gott, lass mal das lieber sein. Nee, diese arrogante Sau, ne? Ich hoffe, der verreckt irgendwann an seinem eigenen Fußpilz. So, wenn man die alten Felder hier weggeratzeputzt. Und jetzt muss ich aufpassen, dass wir hier... Scheiße. ja, das
weiß, ein typischer Fail. Ich sehe da aber etwas, was wir eventuell... Ja, es könnte uns helfen. Warte mal. Plopp. Und den bauen wir dann so hier rein. Und gucken wir mal weg. Und dann versuchen wir den mal ein bisschen weiter hier hinten hinzuschieben. Ah, wunderbar. Die paar Bäumchen hier zwischen die stören ja nichts. Kann auch ruhig ein bisschen grün bleiben. Also es ist ja ziemlich grau und so, ne? Hier, also, ne? Siehst du? Huch. Ich drehe mal aus Versehen. Ich will gar nicht drehen. So. So, so nett, ne? Wo bleibt unser Schiff? Oder wo ist es gerade? Da. Okay. Der braucht noch ein paar Minütchen, bis er vor Anker geht. Oh, ein paar Ressourcen haben wir noch am Start. Wir können ja mal den Ressourcenverlauf etwas beobachten. So, der Weizen geht runter. Das Mehl bleibt noch stabil. Wir haben zu viele Kräuter, wie ich gerade feststelle. Zu viele Kräuter und zu viel Weizen. Das Weizen bleibt immer noch relativ stabil. Dann könnten wir eigentlich noch eine weitere Brauerei eröffnen, die lustigerweise hervorragend hier reinpasst. Ich hätte das ein bisschen schlauer lösen können, wie ich gerade festgestellt habe. Aber zum Glück habe ich da gerade eine Notlösung, glaube ich, entdeckt. Oder auch nicht. Gut, keine Notlösung. Doch, da. Notlösung muss nur etwas umgebaut werden. Ach so. Nee, warte, doch. Kriegen wir hin. So, so. Und zack. Den packen wir da rein. Und dann hauen wir den hier weg. So, weil eigentlich wurde hier den Weg eigentlich. Also, weiß Bescheid, dass man hier eventuell auch noch und so, ne? So. Und hier haben wir wieder. Huch. Nehmen wir lieber eine ordentliche Portion Werkzeug mit, eine ordentliche Portion Holz. Steine brauchen wir eigentlich gar nicht so viele. Wir brauchen eigentlich am meisten Holz. Dann nehmen wir lieber mal 3 Runden Holz mit. Und stattdessen dann nur eine Runde Stein. So, dann kann er sich wieder auf den Weg. Sehr freundlich. Ja, jo. Ostergarten. So, ich hoffe. Ja, wir haben ganz schön viele Kräuter. Jetzt geht natürlich das Weizen wieder etwas runter. So, wenn ich so ein bisschen die Bilanzen betrachte, sieht das eigentlich ganz gut aus. Da können wir locker noch ein bisschen was bauen. Packen wir hier mal noch ein weiteres, wo das hin? Warte mal, die Felder sind... Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Dachte ich mir nämlich. So. Bisschen löcherig alles. Seid ihr bereit für die Gerechtigkeit? Nein. Wenn das euer letztes Wort ist? Ich habe keinen Bock auf die, wirklich nicht. Die mir auch voll auf den Sack mit ihrem Gerechtigkeitsgelaber. Ich meine, ich bin ja selber ein sehr gerechtigkeitsübend, will ich jetzt nicht sagen. Das klingt sehr anmaßend. Gerechtigkeitsliebend, das klingt besser. Ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch, aber die gibt mir mit ihrem Gelaber wirklich auf den Sack. So, die Kräuter sehen hervorragend aus. Eigentlich könnte man hier auch mal... Ah, es fehlt Holz. Aber unser Kollege... Nein, das ist der andere Kollege. Mal schauen, wie viel er mitnimmt. Oh, das sieht gut aus. Auf jeden Fall schon mal von beiden über 40 Tonnen. Eine ganze Menge Brote. Wie sieht es eigentlich überhaupt jetzt aus? Bier ist alle, Brote sind auch wieder alle. Ich hoffe, das stabilisiert sich dann in nächster Zeit. Aber die sind schon mal auf jeden Fall wesentlich besser drauf. Und das Bier scheint gerade erst alle gegangen zu sein. So, der andere Kollege ist auch demnächst da. Hier ist er schon. Genau. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Boah, 2 Tonnen Bier. Das reicht so ungefähr für ein Wochenende. Steht dir der Sinn nach Nervenkitzel? Schiff eskortieren? Nee, lieber nicht. Halte mich nicht zum Narren. Du bist doof. So, erstmal alles rübergeschoben. 205 Tonnen können wir jetzt hier einlagern. So. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Und solange du mir Geld dafür gibst, oder...
mir welches auch nimmst, wenn du irgendwie, ja gut, 8 Tonnen Bier, das geht klar. Jetzt habe ich mir den Arm gestoßen. So, jetzt bräuchten wir Glas für die nächste Stufe. Es bringt ein bisschen mehr Lagerkapazität und erhöht die Anzahl an Marktkarren. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber die hier eigentlich auch mal. So, haben wir noch welche? Kann man nicht irgendwie auch. Shift und Dings funktioniert anscheinend nicht. Aber egal. Jetzt haben wir ja ein paar mehr Marktkarren. Können hier das ganze Unterfangen sozusagen etwas beschleunigen. Wir haben immer noch zu viel Kräuter. Lager füllt sich. Achso, jetzt fallen mir auch gerade diese Pfeile auf, ne? Die haben wir bei dem Weizen zum Beispiel nicht. Ich helfe euch gerne aus. Vielleicht wegen dem Geschniefe. Ich kann da gerade leise, zumindest in der Aufnahme, jetzt will ich ihn tun. Ich will euch hier nicht die Ohren zuschneuzen. Beziehungsweise, man kann das Vico mal ganz kurz ausstellen. Eine Sekunde bitte. Dein Geld so. Ist bei mir in besten Händen. Ja, ich habe jetzt total den starken Druck auf den Ohren. Deswegen ich gerade nur ungefähr noch die Hälfte höre wie vorher. Weizenfarm. Die ist da, glaube ich, ein bisschen kacke an der Stelle. Weil entweder muss vom Marktdingsbums abgeholt werden können oder direkt von irgendwie so einer Mühle oder sowas. Ich schlage vor, wir packen den nächsten. Nee, da ist zu wenig Platz. Wir packen den nächsten vielleicht hier hin. So, dann können wir hier auch noch einen Weg durchziehen. So. Für weitere Sachen und so, ne? Was bei dir? Ah, ja, genau. Sowas meine ich. Let me nachsinken. Ja, gut, der ist jetzt natürlich ein bisschen wirklich sehr beschissen hier positioniert. Aber ich sehe da schon eine Lösung. So. Und so. Ein gutes Geschäft. Aha, definitiv. Unterschätzt nie meinen krippeligen Baustil, Leute. Es finden sich immer wieder irgendwelche Lücken, die man sinnvoll nutzen füllen kann, tun wollen. Ja, wie auch immer. So, 56, 38, sieht gut aus. Wir haben definitiv sehr viele Brote. Aber offenbar wird ja auch alle los hier. Wie sieht's aus? Ah, ja, sieht gut aus. Und die Leute zeigen sich auch sehr zufrieden anscheinend. Jetzt wollen wir Besitz. Dafür brauchen wir Bücher. Ein Wasservorrat. Ah, okay. Mal wieder. Da. So. Ich komme immer wieder auf die mittlere Maustaste, ne? Was wollte ich jetzt gerade nachprüfen? Warte mal. Ja, gut. Mann! Ja gut, es sieht ordentlicher aus, wenn man es in so einem Stil macht, ne? Natürlich sieht es ordentlicher aus. Die Frage ist nur, ob es wirklich effektiver ist. Weil meiner Meinung nach ist das hier, das ist so symmetrisch. Weil ich meine, guck mal, hier könnte man locker jetzt noch ein, zwei Farmen zwischenquetschen. Beziehungsweise, warte mal. Ja gut, eine. Also, ob es zwei werden, ja doch, könnte man hinkriegen. Und so, hier könnte man auch noch mit Drängeln und so was hinkriegen. Hier eventuell auch. Ne, also das mit dem Symmetrischen ist zwar ganz klasse und sieht auch ganz toll aus, aber ob so effektiv ist, ist die andere Sache. Wenn man ein bisschen quasi so knautschen tut, ne, dann, you know. So, die Frage ist nämlich auch, ob man jedes Mal einen Marktplatz extra braucht. Okay, in diesem Fall vielleicht schon, weil hier wird nichts großartig weiterverarbeitet. Gott segne euch für alles, was ihr für diese Stadt. Ja, genau. So, Kirche habe ich keinen Bock drauf. Bücher, was brauchen wir denn für Bücher? Wahrscheinlich Papier oder so ein Zeug. Ich erinnere mich da dunkel an Papiermühlen oder sowas. Benötigt Papier und Indigo. Ich drehe mal ganz kurz das Mikro ein bisschen. So. Indigo. Mhm.
Papier. Frage ist, wie kommen wir an Papier? Hier. Papier, Flussbauplatz, benötigt Holz. Okay, gut, das ist ja easy going. Indigo wird wahrscheinlich etwas komplizierter. Gut, hier haben wir eine Ressource frei. Das könnten wir uns natürlich irgendwie zunutze machen. Achso, hier haben wir auch noch eine Ressource frei, aber hier haben wir kaum noch Platz. Ja gut, hier unten ist... Ja, da brennt schon wieder was, glaube ich. Oder kokelt da vor sich hin. Oh. Okay. Also dann würde ich vielleicht so als Ziel für die nächsten Folgen anpeilen. Achso, der geht sogar nach der Insel, wo man hier ist. Sehr cool. Warte mal, wenn ich jetzt scrollen tue. Huch. Ich probiere mal es aus. Hier geht's auf einmal. Ich scroll jetzt immer hier so lang. Ah ja, Tatsache. Cool. Sehr gut gelöst. Guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so einen symmetrischen Baustil angewendet hätten, dann hätten wir mit Sicherheit weniger Farmen bekommen. Also ich würde es jetzt mal so vermuten. Ach, siehst du, da fällt mir ein. Ich wollte die Speicherstände zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr das ja mal selber ausprobieren und mir dann in den Arsch treten, falls es anders sein sollte. Aber ich finde, so können wir halt sehr schön so die Lücken nutzen. So, was ich jetzt sagen wollte, was wollte ich sagen? Ja, ach so, ja genau, Bücher würde ich dann so als Ziel für die nächsten paar Folgen anpeilen wollen, tun können. Oder, naja, you know. Und an der Stelle dann erstmal wieder cutten. Also schneiden, nicht kacken, sondern gut kacken. Nee, eigentlich, nee, jetzt gerade nicht so. Und dann in den nächsten Folgen legen wir dann wieder los und organisieren uns mal ein paar Bücher. Und jo. Ich finde das ganz cool jetzt hier so. Ich denke mal, so können wir das erstmal lassen. Das arbeitet ganz gut alles. Eventuell können wir unsere Bücherproduktion... Ja, nee, nicht hierher verlegen. Hier ist kein Fluss. Man kann das Wasser dafür missbrauchen. Aber ich denke mal nicht, wenn da schon explizit Fluss steht, dann will der wahrscheinlich auch einen Fluss haben. Natürlich könnte man jetzt hin und her importieren und exportieren, aber das ist beschissen. Machen wir nicht. Wir kriegen das schon hin. Also Jungs, denn und Mädels natürlich. Dann werde ich jetzt noch demonstrativ abspeichern. Lasst uns spielen. 00. Nee, nicht 00. Wir sind schon bei 012. So, abgespeichert. Und dann werde ich jetzt mich mal direkt danach darum kümmern, dass die Speicherstände online kommen. Und dann unter den einzelnen Videos den jeweiligen Download-Link nachtragen. Ja, nach jeder Aufnahme dann wie gewohnt, wie es ja jetzt quasi neu ist, werde ich dann die aktuellsten Speicherstände wieder hochladen. Alles Klärchen. Dann bis zum nächsten Mal und dann geht's an die Bücher. Ciao!